Da! Schon wieder! Ist doch eigentlich ganz praktisch. Braucht man die Augen gar nicht zuzumachen. Spart Energie. Also ich finde es eher unheimlich. Weißt du, was ich unheimlich finde, Hans Werner? Dass wir beide heute noch kein gemeinsames Käffchen hatten. Stimmt. Ich kümmere mich drum. Schön. Frau Heschelbach? Na, was ist? Zwei Käffchen, stark und heiß. Das passt ja. Für einen Fuzzi und einen Greis. Na, hören Sie mal, ich sehe doch nicht aus wie ein Greis. Nee, aber Sie arbeiten so. Bei der Heschelbach, da ist nicht viel zu melden, oder? Da werde ich mal zeigen, wer hier die Hosen anhat. So, Heschelbach, wo bleibt das Käffchen mal? Zack, zack! Herr Clausen, eins will ich Ihnen aber mal sagen. Noch einmal in diesem Ton und ich bin morgen bei der Gleichstellungsbeauftragten. Und die wird Ihnen mal ordentlich die Leviten lesen. Ihre frauenfeindlichen Sprüche wie »Wie heißt die Mehrzahl von Frau? Putzkolonne« sind humorlos und primitiv. Und das mit dem Zack, Zack, das habe ich mir aufgeschrieben. Das wird noch Folgen haben. Oh Gott. Frau Heschelbach, das mit dem Zack, Zack, das, das war die Idee von Herrn Baumann. Sag mal, spinnst du? Ich kann mir hier keinen Ärger erlauben. Aber du bist Fuzzi, weil dir ist es egal. Ach, Herr Baumann, Sie waren das. Na toll. Wisst ihr was, ihr zwei Pappnasen? Ich werde jetzt mal meine Überstunden abbummeln und ihr versucht euch mal selbst an der Kaffeemaschine. Ja. Einfach Kanne herausnehmen, um bis zu 90 Grad kippen und wenn möglich Becher darunter halten. Schönen Tag noch. Bis morgen. Ja, ja. Guten Flug auf deinem Besen. Wie gut, dass du immer alles vorbereitet hast. Ja. Du weißt doch, Hans-Werner, unser schwarzes Lebenselixier darf niemals zu Ende gehen. Käffchen? Bingo! Hans-Werner, was liegt bei dir heute noch so an? Also ich... Ruhig, Hans-Werner, ruhig. Muss ja jetzt nicht gleich hektisch werden, nur weil ich mal was gefragt habe. Also ich will auf jeden Fall heute die Passanträge nicht schaffen, die gestern liegen geblieben sind. Mensch, da hast du ja schon mal was vorgenommen. Ja. Also ich will schon mal nicht an der Ratsversammlung teilnehmen heute Vormittag und auf gar keinen Fall die Bürgersprechstunde heute Nachmittag abhalten. Hast du dir da nicht ein bisschen viel vorgenommen? Denk an Hermann Breitenbach aus der Kfz-Zulassungsstelle. Der hatte sich derart übernommen. Ja, ich weiß, der hatte einen Bernhard, ne? Der hatte was? Nen Bernhard! Der hatte einen Burnout. Wenn du mich fragst, hört sich das gar nicht gut an. Ich find's gemütlich. Und wenn dich das so beunruhigt, Hans-Werner, dann geh doch mal gucken, was die Kollegen sagen. Ich halte hier die Stellung. Ja, gute Idee. Bis gleich. Tschüss, Angsthase. Ella? Hans-Werner, da bist du ja schon wieder. Was ist los mit dir, du? Du bist ja kreidebleich. Schmirkenbach vom Finanzamt meint,
Wir sollen mal schnell das Radio einschalten. Aber schnell hat er nicht gesagt, oder? Doch. Hier ist Bürokratius FM, das Rathausradio von Nedl Hassstedt-Feld. Uns erreicht über die Nachrichtenagenturen gerade eine Eilmeldung. In weniger als einer Stunde wird die Welt untergehen. Was? Für diesen einmaligen und unvorhersehbaren Vorfall liegt in der gesamten Behörde keine Genehmigung vor. Wie bitte? Dennoch müssen wir uns auf das Schlimmste einstellen. Der Bürgermeister hat für diesen Fall einen Ausnahmezustand ausgerufen. Oh Gott. Alle dürfen sich für heute aus dem Rathaus entfernen und ihre Familien aufsuchen. Machen Sie sich keine Gedanken, eventuelle Pensionsansprüche bleiben bestehen. Sollte die Welt heute nicht untergehen, ist im Zeiterfassungsformular ein halber Fehltag einzutragen. Wir wünschen Ihnen für Ihren restlichen Lebensweg alles Gute. Und jetzt einen Hit aus dem Jahre 1983. Hurra, wir leben noch. Alfred, hast du das gehört? Ja, ein halber Fehltag nur. Das ist ganz schön geizig. Das doch nicht. Ich muss sofort Gertrud anrufen. Oh mein Gott. Weißt du, Gertrud und ich, wir haben das immer geahnt, dass es so weit kommt. Hase? Ja, Hase, ich bin's, Hase. Was, Hase? Ja, Hase, ich hab das auch gerade gehört, Hase. Das ist alles ganz schrecklich. Die Welt soll untergehen. Und jetzt können wir uns nicht mal aneinander kuscheln, wenn es soweit ist. Hase, ich denk an dich, Hase. Und ich liebe dich, Hase. Warte. Tschüss, Hase. Stopp, 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 stopp. Sie soll mir Ella noch mal geben. Ella? Ja, wer holt denn jetzt die Wäsche rein? Das ist doch wohl einfach aufgelegt. Hans Werner, diese Handytasche, die geht doch gar nicht. Da ist ja ein Fallschirmspringer schlechter gesichert. Mir ist mein letztes Handy so oft runtergefallen, bis es kaputt war. Und das ist der Unterschied zwischen uns beiden, Hans Werner. Ich habe mein letztes Diensthandy so lange runtergeschmissen, bis es endlich kaputt war. Sag mir lieber, was wir jetzt machen. Ja, sag mir, was wir nicht machen. Die Welt geht unter, was sollen wir da schon machen? Ja, aber willst du Ella denn nicht noch was Wichtiges sagen? Stimmt. Ich liebe jedes Gramm an dir. Passt du auch nicht durch jede Tür? Und ne Brigitte, die kind für dich zu spät. Ich liebe jedes Gramm an dir. Ich liebe jedes Gramm an dir. Du bist mein größtes Kuscheltier. Und drehst du dich zu kokett, fall ich glatt aus dem Bett. Du bist mein größtes Kuscheltier. Das doch nicht. Ja, was denn? Ich meine das, was du ihr immer schon mal sagen wolltest. Stimmt. Mehr Haushaltsgeld gibt's nicht. Alfred, ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit bitte. Die Welt steht vor dem Untergang. Schwere Stürme, donnernder Hagel, riesige Krater werden sich hier auftun. Hier wird gleich alles in Bewegung sein. Das könnte Ihnen so passen, ich bewege mich nicht. Der Zivilisation steht das Ende bevor. In wenigen Minuten wird Mutter Erde in Schutt und Asche liegen. Echt? Ja. Na dann, komm, schnell. Was machst du da? Das sind ein paar unbearbeitete Akten. Ich will nur sicher sein, dass die mit untergehen. Mir reicht's.
Dein mangelnder Ernst veranlasst mich nun, einen Schritt zu tun, den ich bis heute nicht für möglich gehalten hätte. Wenn dir nichts daran liegt, in deiner letzten Stunde bei deiner Ehefrau zu sein, Alfred, dann ist das deine Entscheidung. Ruhig. Ich habe meine Entscheidung gerade getroffen und ich werde mich jetzt zu meinem Hasen durchkämpfen, um die letzte Stunde unseres Daseins eng umschlungen uns dem Schicksal zu offenbaren.